Prime Icon Moment Pack. Das Loch kann heute richtig, richtig tief wieder werden. Für dieses Pack abgeben müssen wir ein 86er Team, noch ein 86er Team mit einem Inform, 87er Team und auch ein Team of the Week drin. Wunderbar. Rein damit. Und eine müsste jetzt noch kommen. Und zu guter Letzt eine nochmal eine 88er Team. Und damit sind wir beim Prime Icon Moments Pack bei über 500k. Aber dieses Pack wird heute alleine nicht unser Team bestimmen. Auch das Bad Moms Jade, nein, Spaß. Also mit so Pisces-Leuten kann ich nicht. Ein Bad Moms Jade Trikot in FIFA. Cool. Wir haben noch ein Community Tots Upgrade, Freunde. 84er Rating. Ein Team of the Season. Mein einziger gezogener Team of the Season bisher. Der muss dran glauben. Und wir werden nach und nach wieder die Stats revealen und die einzelnen Stats bestimmen das Rating von den Spielern, um die wir das Team bauen. Abonniert jetzt den Kanal, wenn ihr auf richtigen Scheiß-Content steht. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und dann bin ich ready, um reinzugehen. Wenn ihr jetzt nicht checkt, was hier gemacht wird, schaut einfach, ihr werdet es eh verstehen. Icon Moment Pack. Ich schaue jetzt weg. Kleiner Freestyle. Und ihr werdet auch nichts mehr sehen. Ihr dürft nur dem Sound eines Ronaldo Prime Icon Moments zuhören. Rein in den Verein und rein in die Schablone. Ihr seht jetzt, die einzelnen Stats sind verdeckt. Wir werden einzelne Stats im insgesamt 11 Stück werden wir 11. 11 Stück werden wir aufdecken und die werden das Team am Ende entscheiden. Gemischt aus dem Icon Pack und aus dem Community Tots Upgrade Pack. Als allererstes schauen wir, ob die Icon ein Läufer ist. Hat die Icon Ausdauer? Der Ausdauerste. Der hat noch gar nichts zu halten, oder? Hat der was zu halten? Hat der dicke. Hat Fat Ronaldo Ausdauer? 89. 89 ist, glaube ich, 89 ist gut. Ich meine, so Karten wie High-End-Tots-Karten haben viel Ausdauer. Aber der dicke Ronaldo, ich glaube, der hat nicht so viel. Ich glaube, 89 ist actually echt gut. Linker ZDM kriegt eine 89er Karte. Und da fällt mir direkt ein Mann ein, auf den ich richtig Bock habe und den ich schon ewig lieber gespielt habe. Und ihr kennt ihn alle aus dem alten FIFA. Erinnert ihr euch noch an Ramirez von FIFA? Keine Ahnung. Dann erinnert ihr euch bestimmt noch an Sissoko. Was kostet Sissoko? 200k? 1-7. Welcome in the team. Schaut euch die Stats an. Was hat der? Der hat 94 Ausdauer. Holy Mariah. Also einen guten Mittelfeldspieler werden wir, glaube ich, nicht gezogen haben. Ich glaube, sowas wie zum Beispiel Lothar Matthäus oder Petit. Die Moments, die fallen schon raus. Petit habe ich auch schon im Verein. Wir gehen weiter zu unserem rechten ZOM. Als nächsten Stat nehmen wir kurzer Pass. Ich glaube, wobei, ich habe gesagt, das kann kein guter Angreifer sein. Zidane hat nicht viel Ausdauer. Das habe ich immer bei seiner Baby-Icon scheiße gefunden. Ausdauer-Stat. Kurzer Pass. Wenn der hoch ist, Moment Zidane. 90! Ui, es könnte ein Mittelfeldspieler sein. Aber Zidane hat safe über 90 passen. Safe Call. Boah, so ein Essien-Moment wäre aber auch lecker. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, ganz trocken eigentlich Ruth Rullet ins Team einzubauen. Aber auf rechte ZM wäre der voll verschenkt. Wir brauchen jemand Schnelles für außen auf jeden Fall. 117.000! 92 Pace. Der hat 87 Ausdauer. Wir haben einen Angreifer, glaube ich, gezogen. I like that. Um das jetzt mal genauer herauszufinden. Soll ich dann auf Pace gehen? Pace verrät direkt so viel. Meint ihr, unsere gezogene Icon kann Freistöße schießen? Wenn nicht, dann ist es kein Zidane. Dann ist es. Lauter ist es eh nicht. Aber dann ist es auch kein Zidane. Freistoßpräzision. Oh, Double Fuck. Es existieren keine. Es existieren keine 46er Karten. Was machen wir denn jetzt? Nächster Stat. Reaktion. Ist er reaktionsstark? Reagiert er in den richtigen Momenten richtig? War ein cooles Wort. Reaktionsstat. 7. Oh! What? What? Linken ZOM, wer hat denn 97er Rating? Digga, was haben wir für eine Icon da? Es kommen nur 3 Karten zur Auswahl. Fernandinho Totti, Maradona Totti oder Zidane. Wenn ich aber Zidane kaufe, dann könnte es sein, dass wir ihn als Duplikat haben. Wisst ihr, was ich meine? Komm, wir gehen mit the one and only. 1,849 Millionen. Diego Armando Maradona. Können wir ja nicht ziehen, gibt's nicht mehr im Team. Was hat der an Ausdauer? Der hat auch nur 8. Oh, Baby, die Icon wird so wild. Wie das Dschungelcamp, versteht ihr? Halt die Fresse. Wir gehen auf den Torwart, Baby. Ist der fette Ronaldo stark? Theoretisch muss er ja stark. Masse ist Macht. Stärkestet.
Ich weiß halt gar nicht, was das zu heißen hat, 83er Stärke. Ich glaube, das heißt eine Sache. Campbell fällt raus. Maldini fällt raus. Die ganzen brutalen Innenverteidiger fallen raus. Wir haben einen Angreifer. 83er Torwart, da kommt mir direkt ein Mann in den Kopf. Warum kostet der 40.000? Gigi, Jojo, Lala, let's go, Geronimo. Gigi Buffon, der Mann wird 1.000.000% eine Icon-Karte kriegen. Da setze ich jetzt meine Hand drauf. Sollen wir schon Community Tots Pack jetzt öffnen? 1, 2, 3, 4. Na, wir müssen ja eigentlich Hälfte, Hälfte machen. Wir nehmen jetzt mal den ersten Innenverteidiger. Und für den Innenverteidiger sollten wir, glaube ich, mal gucken, ob er die nötige Ruhe hat. Um die nötige Ruhe vor dem Tor ruhig zu bleiben und den Abschluss im richtigen Moment zu machen. Sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Bitte, bitte. Bitte. Oh mein Gott, 94er Innenverteidiger. Wen können wir da nehmen? Ich überlege, nehmen wir Tots-Karten oder nehmen wir Icon-Karten? Ich will mir das mit den Icons nicht vorwegnehmen. Wir hätten unter anderem Maldini-Moments, den ich letztens gespielt habe, absolut krank. Wir haben ihn schon gespielt, also eigentlich weg mit dem. Wir hätten Baresi-Moments, aber wenn ich den jetzt gezogen habe, weg mit dem. Wir nehmen einen Mann, den wir auch schon gespielt haben, aber der kommt heute nochmal zum Einsatz. Und somit haben wir auch unseren ersten Kämmling, gekauft für 459.000. Chemiefreunde, es ist das, wie wenn du und deine neue Freundin einfach zueinander passen. Und genau dieses Gefühl kriege ich auch, wenn ich so sexy Spieler wie Maradona und Laporte hier drin sehe. Und Sissoko. Holt von Musa Sissoko. Okay, unsere Icon darf noch eine Karte entscheiden. Und zwar nehmen wir den rechten Stürmer. Und ich will's jetzt wissen. Welchen Schuss hat die Icon? Ich will jetzt den 95er Schuss sehen und stellen den 95er Stürmer da rein. Und daneben kommt unsere Icon, die gleich aufgelöst wird. Schusskraft, Stat. Bomb it in, man. Ich wurde belogen, ich wurde betrogen, ich wurde auf den Pfad der Lüge gebracht von dieser Icon. 5.500 Coins. Ich dachte, du spielst in der Premier League, du Bast. Wir lösen es auf. Wir schauen jetzt, wer die Icon ist. Den Rest wird das andere Pack jetzt entscheiden. Ich kann nicht mehr. Komm, zeig's mir. Wer ist es? Ach du Scheiße. Warum kann ich nicht einmal Glück haben? Einmal so eine Moments-Angreifer-Icon ziehen, wo es wirklich einfach steil nach oben geht. Community Tots Pack. Ihr kennt die Geschichte. Yalla. Yalla, Habibi. Hört sich irgendwie gut an, aber alles andere als Krabbenberg oder Suarez. Die Frage ist, ob wir nochmal Hoffnung schöpfen können. Linksverteidiger. Mit welchem Set legen wir los? Ich will's wissen. Ify. Wichtig und verdammt richtig. Suarez wird safe den Ify-Stat haben. Aber es gibt bestimmt auch noch viele andere Tots-Karten, die diesen Ify-Stat haben. Da bin ich mir sicher. Vielleicht auch Gravenberg. Vielleicht auch Adeyemi. Wir haben jetzt einen 93er Linksverteidiger. Es gibt keinen 93er Linksverteidiger. Deswegen nehmen wir den, der am nächsten an diesem Stat dran ist. Und es ist eine 94. Mein Lieblingsdesign aus dem ganzen FIFA. 680.000 Team of the Year. Joao Gonzalo. Was hat der an Ify? 2. Ja, Digga, es wird gleich wieder ein Innenverteidiger. Es wird wahrscheinlich hat irgendwie Timber oder hast du nicht gesehen. Einfach 93 EP. Ich seh's wirklich absolut kommen. Das Team lecker, cool, Innenverteidiger, volle Chemie. Aber wunderbar, gleich kommt wieder sonst wer rein. Komm, Rechtsverteidiger. Wir gucken jetzt, ob es ein Defensivmann wird. Grätsche. Wenn der Stat jetzt nicht hoch ist, klar wird's scheiße fürs Team, aber dann ist es kein Verteidiger. Nö, ich lass mich trotzdem nicht verarschen. Aber ich bin mir sicher, dass Timber bestimmt mehr hat. Aber Gravenberg auch? Mein Glück, dass es keine 41er-Karten gibt. Ballkontrolle. 94, ja. Ich werde das erste Mal in meinem Leben in so einem verdammten Pack Glück haben. Und es gibt zwei Icons, die wir jetzt spielen könnten. Cafu. Oder Carlos Alberto. Und ich hasse Cafu ist mega Cafu, es ist nicht in Worte zu fassen. Carlos Alberto, wie oft ich dich in den letzten Tagen gekauft habe und wieder verkauft habe. Wirklich. Zwei Positionas noch, Baby. Ich lasse den Stürmer offen. Weil da wird gleich ein Suarez reinkommen, Baby. Vorletzte Position. Wir werden es jetzt drauf ankommen lassen. Pace.
gut oder schlecht? 3, 2, 1. Warte mal. Suarez hat 94 Pace auf der Karte, glaube ich, oder? Mein Babyboy. Das wird was. Oh mein. Rospuchuchu, calm down, Benji. Wenn du dich nicht freust, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Wer ist 94er ZDM? 94er ZDM. Sowas existiert 100%. Aber jetzt muss ich Footbin befragen. Ui. Footbin gibt mir zur Auswahl. Zidane mit Matthäus Moments. Oder Kimmich Headliner hat einfach 94. Loda kostet 2 Millionen. Aber seit wann spart Benji für seine Zuschauer? Und jetzt kommt da vorne Suarez rein. Wir werden es rausfinden. Welchen Tots aus dem Community Tots haben wir gezogen? Ich löse jetzt die Karte auf. Komm schon. Komm schon. 90 passen. 90 Stellungsspiel. 91 Freistoßpräzision. Digga, das kann Suarez sein. 96 Beweglichkeit. Leck mir die Balance. 81. 85 Sprungkraft. Aggressivität. Oh, das kann nicht Suarez sein. Carrasco, warum tut ihr mir das an? Ey, also come on. Die Karte ist nicht schlecht. Aber die Karte ist 80k wert. Wir nehmen heute mal mit auf die Bank. Neue Tots Wähler. Nacho Fernandes. Und heute mal der alte Mann Miura. Wenn Maradona nicht trifft in dem Spiel, begibt er sich zu Broskis Maradona. Torwart und Stürmer. Rein da. Ah, ja, cool. Scheiß drauf, Digga. Gegner gefunden. Resistencia. You better not resist, my brother. Hey, Baresi. Cool. Nee, cool. Hat sich doch gelohnt, die 500k. Diego. Armando. Armando. Okay, Challenge 2 spontan. Wenn Lodda die andere Eike nicht trifft, geht er auch über den Jordan. Yo, yo, guckt auf die Zeit. Yo, ist der... Ja, Digga, das ist es doch einfach halt. Boah! Yannick war ein guter Pull. Carlito. Erfolgreich. Was hattet ihr im Icon Pack und im Community Tots Pack? Schreibt es in die Kommentare, abonniert und lasst keinen Daumen da. Wunderbar. Chosen One.